Fantastic, präsentiert in Co-Produktion mit Fantasy Productions. Das schwarze Auge unter der Lizenz der Schmidt-Spiele und Freizeit GmbH. Teil 1 der Nordland-Trilogie. Die Schicksalsklinge. Torval, Stadt der Freien, eine der ältesten Städte Aventuriens, bewohnt von unbeugsamen Kriegern und Seefahrern, reich an Schätzen aus vielen Raubzügen. Die Orks, schwarz bepelzte Jäger und Krieger, stets auf der Suche nach neuen Jagdgründen und seit Jahrhunderten die Geisel für die menschlichen Siedlungen. Vor vielen Jahren plünderten die Torvaler die verhassten Sklavenhalterstädte des Südens. Ihr Anführer war Hetman Hügelig, dessen Name in allen Küstenstädten gefürchtet wurde. Reich mit Schätzen beladen, kehrten die Drachenschiffe heim. Alle, bis auf das Schiff Hüttenlix, der geradewegs zu den Zyklopeninseln fuhr, um sich ein Schwert schmieden zu lassen, das er auf seinem nächsten Zug dringend brauchen würde. Grimring, den Orkenspalter. Die nächste Reise führte Hüttenlix ins Orkland, das einzige Gebiet Aventuriens, aus dem noch kein Mensch zurückgekommen war, um eine Karte anzufertigen. Er wusste nicht, dass er von dieser Reise nicht mehr zurückkehren sollte. In einer Nacht des Schreckens überfielen ihn die Orks sein Lager und machten nieder, wer sich ihnen in den Weg stellte.
So starb Hügelik und fand ein namenloses Grab in der Steppe des Orklandes, begraben von den letzten seiner Gefährten, von denen keiner klaren Geistes nach Thorwall zurückkehrte. Doch das ist Geschichte. Was zählt, ist die Gegenwart. Jene Gegenwart, in der sich Tausende von Orks in den weiten Steppen sammeln, um, wie schon so oft, Tod und Verderben über die Menschen zu bringen. Doch dieses Mal sind sie nicht zerstritten, sondern geeint von einem Heerführer, der sich ein großes Ziel gesteckt hat. Die Eroberung Thorwalds. Ihr wisst nichts von alledem, als euer Schiff in den Hafen Thorwalds einläuft. Ihr träumt von Abenteuern, von der großen Stadt, davon, dass euren Namen in den Liedern der Skalden und Barden in alle Welt getragen werden. Director Hans-Jürgen Brendle. Ausführender Produzent Guy Henkel. Storyboarding Thomas Römer und Michael Johann. G. Hölker, H. Kamaris. Produzent Jochen Hammer und Werner Fuchs. Programm Hans-Jürgen Brendle und Guy Henkel. Grafik Bernd Karwart und einige andere mehr. Oder die Waldfee. Intro M. Niedergassel, Programm Ulrich Walter. Kampfszenarien Jochen Hammer. Musik Rudi Stember mit freundlicher Unterstützung von Audios. Und damit darf ich euch begrüßen zu meinem neuen Let's Play, die Schicksalsklinge, das schwarze Auge. Ja, ich freue mich, dieses Spiel zu spielen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Schatten über Riva angefangen und habe, wie gesagt, Schicksalsklinge noch nicht. Und auch Sternenschweif, das wird danach kommen irgendwann. Ich darf euch mittlerweile recht herzlich willkommen heißen, bald hier auf meinem YouTube-Channel Lomdom Silver. Also, bis demnächst zur... Die Schicksalsklinge.